Hallo, ich grüße euch von der Wiesenburg hier im Wedding. Die Wiesenburg war einstmals das größte Obdachlosenasyl in dieser Stadt und ist jetzt ein Freiraum für Kunst und Kultur, für Handwerk und für Bildhauerinnen und Musikerinnen. Und die DGWO, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, baut hier hinten auf dem hinteren Teil dieses Geländes jetzt über 100 Wohnungen, auch preiswerte Wohnungen. Und es war eine harte Auseinandersetzung und ein harter Kampf, diesen Freiraum, diesen kulturellen Freiraum mit dem Wohnungsbau zusammenzubringen. Jetzt vor einer Woche ist es endlich gelungen, hier eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen, die diese Ziele miteinander vereint. Und ich bin sehr froh darüber, dass uns das nach so langer Zeit gelungen ist. Das wird für den Wedding eine gute Sache sein.